Entscheidung, wer in die Staatskünstlervilla einziehen wird, ist heute gefallen, wenig überraschend. Die Einlobung der neuen Staatskünstler durch Bundespräsidenten Fischer. Wegen Protesten, so mussten die Staatskünstler einen unterirdischen Gang benutzen, um in die Villa zu kommen. Dankeschön. 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 Danke. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Jahresrückblick der Staatskünstler 2014. Ja, wird nicht lang dauern, es ist ja nicht viel passiert. Es war im Gegensatz zum Vorjahr heuer noch nicht einmal Wahljahr in Österreich. Entschuldige bitte, Vorarlberg ist gewählt worden. Hörst du mir zu, in Österreich, habe ich gesagt. Na hallo, und was ist mit der EU-Wahl? Ja, auch traditionell uninteressant, weil ja der Ausgang praktisch von vornherein feststeht. So auch diesmal. Überlegener Sieger, einmal mehr, die EU ist mir wurscht. Zweiter Platz, weit abgeschlagen. Santé, Patent in Brüssel. Und auf Platz 3, auch das traditionell, wirkt sich eure scheiß Gurken selber grad. Ja, und nachdem das Wetter eh nicht so schlecht war und im Fernsehen auch nichts Gescheites, haben wir uns für Sie ins Getümmel geworfen und Kontakt aufgenommen mit den Spitzenkandidaten. Oder wir haben es zumindest versucht. Wir sind sehr aufgeregt, ja. Sehr aufgeregt. Weil man ist doch, ein Prominenter, den man im Fernsehen kennt. Und ja. Grüße Gott. Haben Sie kurz Zeit für uns? Wir haben was mitgebracht. Haben Sie Zeit für uns, Herr Freund? Ja, jetzt gehe ich einmal wählen. Okay, dann warten wir hier, okay? Okay. Ich will jetzt erst einmal wählen. Wenn man das jetzt übrigens gesehen hat, die Szene, wie der Herr Freund hier vorbeigestürmt ist an Freund und Feind, dann sollte er dann an ein Zitat von Eugen Freund erinnern. Er hat gesagt, mir geht es wie Bill Clinton, der hat den Kontakt zu den Menschen auch nie gescheut. Wenn das der Bill Clinton auch so gemacht hätte, dann wäre er wahrscheinlich auch nur EU-Abgeordneter geworden, so wie der Eugen Freund. Nicht einmal Delegationsleiter. Nein. Herr Freund, haben Sie denn jetzt Zeit für uns? Vielen Dank, wir müssen jetzt gehen. Danke. Herr Sternfeld, grüße. Grüße. Danke. Mit Brille sind wir gemacht. Ja, wir haben ihn berühmt gemacht. Der Spitzenkandidat entweicht. Wir sind natürlich sehr traurig, dass uns der Herr Freund einfach davon gelaufen ist. Ja. Er hat sich gefürchtet, dabei haben wir so schöne Sachen für ihn vorbereitet gehabt. Er hat sich ja beschwert, dass mit seinem Gesicht würden in Amerika Autobusse plakatiert, hat er erklärt. Es hat sich leider kein Autobus geopfert in Österreich, aber wir haben immer in unseren Kleinbus zum Eugen Freund-Bus gemacht. Und das fände mir eigentlich einen würdigen Ersatz. Und dann haben wir noch für ihn dieses Schild hätten wir ihm mitgebracht für den Fall, dass er so ein Schicksal erleidet wie der Josef Bruckal oder der Hans-Peter Martin, ja. Nämlich, dass er bald wieder von Brüssel nach Hause muss und das wäre dann das Hauptproblem, dass ihn dann die Leute wieder kennen. Wir warten hier auf den Spitzenkandidaten der Liste OK. Da, bitte, hier. Neuzugang im politischen Spektrum. Aber jetzt haben wir irgendwie eure Geschichte, Thomas, du warst schon wählen und die OK war nicht der Maltitel, oder wie? Und deswegen wollte man auch persönlich nachfragen. Ich bin hingegangen und habe gedacht, ja, also eigentlich möchte ich diesen attraktiven Mann in den besten Jahren wählen und dann war die Liste OK. Nicht, es war eine, die dritte Stelle war überhaupt frei, vielleicht hat man da die Liste OK nicht eingedruckt, ich weiß es nicht. Wir werden aber der Frage nachgehen. Da ist er. Kommt's, Burschen, haben wir uns ins Gesicht. Da schauen. Warte, dann müssen wir ausschneiden. Müssen wir einen Ausschneider nehmen. Und der Herr Maurer hat ja schon gewählt. Ja, und ich war sehr überrascht. Also diese Liste, okay, die war nicht auf dem Zettel. Das stimmt nicht, weil das zu wert, weil oben steht Österreichische Volkspartei-Liste Ottmar Karas. Und das ist auch auf allen Plakaten. Ja, was haben denn Sie mit der Österreichischen Volkspartei zu tun? Das ist der Spitzenkandidat. Sie sind doch ein anständiger Mensch, jetzt tun Sie sich nicht so rum. Auf dem Plakat auf einer OK drauf. Und nein, da steht auch oben Liste 1. Österreichische Volkspartei, Liste Ottmar Karas. Also wir haben es gerade auf Ihrer Tasche gefilmt, da steht es nicht drauf, ja. Da steht nur K.
A ist meine Initialen, Ottmar Karas, das wissen ja, Sie. Ja, ja, eh. Wir hätten es daher machen wollte. Der Ottmar Karas steht für ein Programm und den Ottmar Karas werde ich wählen. Eine Frage. Ja, aber das letzte Mal, wie ich ÖVP gewählt habe, habe ich dann den Strassheim genagt gehabt. Nein, nein, da haben Sie mir hoffentlich eine Vorzugsstimme gegeben. Ja, aber es hat ja nichts genug. Damit ist er Nummer 1 geworden. Eine letzte Frage noch. Bitte, eine letzte Frage noch. Der Schäuber und ich, wir waren noch nicht wählen. Wenn wir Sie wählen, mit wem kriegt dann derjenige an Wickel, den Sie dann wieder mehr stimmen und dann, ne? Also so wie beim Straßenwählen können wir auszuwählen diesmal, wenn wir Sie wählen. Sie brauchen niemanden hinauszuwählen, ja, Sie brauchen mal mich zu wählen, ich bin Programm genug. Hier steht nichts von dieser ominösen ÖVP, von der Herr Karas gerade redet. Entweder das Vogel ist gemeint für Vogelfrei, der Strasser, oder das F steht für Volkspartei. Was übrigens auch Sie zu den vielen Menschen gehören, die interessiert, was eigentlich Eugen Freund seither macht. Wir haben es für Sie herausgefunden. Eugen Freund moderiert nach wie vor jeden Tag um 19.30 Uhr die Zeit im Bild. Es wird halt nicht mehr gesendet. Ottmar Karas hingegen hat schon Bleibendes für Europa geleistet. Ja, er hat nämlich dem neuen Kommissionspräsidenten Juncker verraten, wo der für seinen schweren Job in Zukunft seine politische Weisheit einsaugen kann. Der geeignete Ort ist die sogenannte Landesvaterdrüse. Die meisten wissen es offenbar, es handelt sich dabei um ein bei den meisten Menschen unterm Haarbalg verkümmertes Organ, mit dem aber in diesem Fall eben Erwin Bröll, Jean-Claude Juncker mental aufpäppelt. Es gibt übrigens noch eine zweite Interpretation dieses Fotos, sie lautet Prost. Ja, noch wird das Schicksal Europas in Brüssel respektive in St. Pölten entschieden. Die Frage ist, wie lange noch? Ja. Ob es nicht dann doch dazu kommt, dass diese Kompetenz nach Moskau abwandert. Ja, manche befürchten das. Manche aber hoffen auch drauf. Meine Damen und Herren, es ist der 26. November 2014. Vermeintlich ein ganz normaler Tag. EU-Diktat, Überfremdung, Gender-Wahnsinn. Aber an diesem Tag befinden sich zum Beispiel Hatzi Strache und Johann Gudenus einmal mehr in Moskau, um einen Ausweg aus diesem Dilemmata zu schaffen. Nicht um Lebensraum im Osten? Nein, das war früher. Nein, jetzt geht es um eine aktive Neutralitätspolitik Österreichs mit einer engen Anbindung an Russland. Es hat uns nicht in den Faulbetten der Staatskünstlervilla gehalten. Wir wollten an der Heimatfront diese beiden tapferen Patrioten unterstützen. Wir tun das in Form einer Kranzniederlegung hier vor dem Denkmal am Schwarzenbergplatz. Hier unser Kornblumenkranz mit den Aufschriften Sie sind gegen euch, weil ihr für uns seid. Beziehungsweise danke für die Befreiung. Hoffentlich bald wieder. Meine Herren. Wir Staatskünstler haben eine neue Initiative gegründet, Moskaus nützliche Patrioten. Und die Bürger können uns dabei unterstützen, nämlich in Form einer Unterschrift unter den Wladimir-Hilfer-Appell. Wir, die Unterzeichneten, bitten den Herrn Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, unserem leidgeprüften Österreich gegen die multikulturelle Konzernverschwulung der EU ebenso beherzt zur Seite zu stehen, wie schon den geknechteten Volksrussen in der Republik Donetsk. Sehr gerne bieten wir Soldaten der russischen Streitkräfte auf Urlaub auch Unterkunft an. In der Nebensaison. In der Nebensaison. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker muss für uns auch gelten. Nicht nur immer für die anderen. So, und damit dieser Appell nicht ungehört bleibt, haben wir Unterstützung angefordert und bekommen. Meine Damen und mein Herr. Imam statt Imam. Vollkommen richtig. Nur mit uns jetzt erst recht. Ja, wir haben die Helena Schäuber, die Antonin Stabinger und den Hosea Ratschiller gebeten, ja, uns zu unterstützen, um diese Unterschriften zu bekommen. Und wir hoffen, dass wir Gasspender statt Schaas-Gender
in jedes Gehirn auf der Mariahilferstraße prügeln können. Das Ganze kommt dann an die russische Botschaft und hier mehr Namen. Ja. Moskaus nützliche Patrioten, das ist unser Slogan. Wladimir Putin, ja, ist zu Fuß nach Tschetschenien gegangen, nur mit Gummistiefeln begleitet. Hier ist ein Bild. Hier ist er mit seinem Pferd nach Tschetschenien geritten, ja, und hat gezeigt, liebe Freunde, ja, wenn das Kalifat kommt, dann können Sie nicht mehr oben ohne herumreiten. Darf ich Sie fragen, sind Sie schwul? Nein, ich bin nicht schwul. Aber Sie dürfen sagen, ja, ich habe nichts gegen. Wir haben nichts gegen Homosexuelle. Wir haben nichts gegen Homosexuelle. Brauchen Sie gar nicht so vorsichtig sich. Ja. Also auf Deutsch gesagt, die internationale Konzernverschwulung, das ist nicht unser Weg. Ja. Es ist nicht unser Weg. Sanktionen gegen Russland. Das ist nicht unser Weg. Ja. Dann untergehen wir gleich zur Unterschrift, oder? Ja. Vielen Dank. So, machen wir ein Erinnerungsfoto. Ein Foto. Wo werden Österreichs Gesetze gemacht? In Brüssel? Ist Brüssel innerhalb von Österreich? Brüssel ist innerhalb von Österreich, wollen Sie mir erklären? Dann brauchen wir nicht weiterreden. Okay. Danke vielmals. Gut, dann gehen Sie. Na, Brüssel ist in Österreich mit so jemandem. Sie zurück und links, linke Ecke. Das hat keinen Sinn. Ich glaube, Sie sind ein Links-Linker und Sie wollen mit mir gar nicht richtig diskutieren. Kann das sein? Ich bin kein Links-Linker. Na, Sie können nicht einmal diskutieren. Unmöglich, solche Leute. Soll die Mariahilferstraße die Wladimirhilferstraße werden? Das wollen wir. Wir sind Moskaus nützliche Patrioten. Ja? Vielen Dank. Sofort. Ja, bitte. Gegen die Konzernverschwulung in der EU? Ja. Muss jeder Österreicher homosexuell sein? Nein. Muss jede Frau einen Bart tragen in Österreich? Nein. Nein. Solche Leute wie Sie brauchen wir. Gasspender statt Schaßgender. Österreich bindet sich mehr und mehr an die internationale Konzernmafia, sprich EU. Ja. EU ist ja eine Abkürzung für ein Untergang. Ja. Also wenn Sie da gegen die multikulturelle Konzernverschwulung unterschreiben wollen, das ist so sehr, sehr toll. Wenn wir uns die Hand geben. Super. So, grandios. Putin! Danke sehr. Dankeschön. Nicht zuletzt deswegen, weil jetzt auch schon die Kronenzeitung in der vegetarisch links verschwulten Gutmenschen-Konzern-Europa-Ecke gelandet ist. Die Kronenzeitung hat es doch geschafft, die Haltung der Europäischen Union zum Ukraine-Konflikt in einer einzigen genialischen Schlagzeile zusammenzufassen. Wahnsinn, oder? Dabei der arme Putin, der hat heuer eh schon sein Österreich-Trauma bekommen. Nicht? Begonnen hat es mit der Demütigung durch Conchita. Und dann noch diese verheerende Niederlage durch Okotie. Ja, zwei durchaus unerwartete Triumphe für Österreich. Es gibt ja das Gerücht, dass der Conchitasche Sieg beim Song Contest sich ähnlich wie die Seligsprechung des Kaiser Karl einer Initiative einer privaten österreichischen Gebetsliga verdankt. Ja, diese Gebetsliga ist angeblich die Liga unserer lieben Schwestern vom anderen Ufer. Diese Liga hat die Schutzpatronin aller bärtigen Frauen angerufen, die heilige Kümmernis. Und bevor Sie jetzt lachen, die gibt's wirklich. Ja? Also ich möchte kurz aus dem Wikipedia-Artikel zitieren: Eine Jungfrau, die will aus Frömmigkeit nicht heiraten, ihr Vater will sie zwingen, sie bittet Gott um einen Bart, wird daraufhin gekreuzigt und heilig. Soweit so logisch. Ab Mitte des 15. Jahrhunderts offiziell ins katholische Heiligenregister aufgenommen, jahrhundertelang verehrt worden. Irgendwann hat sich dann aber die katholische Kirche doch gedacht, naja. Und im Zuge des Zweiten Vatikanischen Konzils ist sie dann offiziell für inoffiziell erklärt worden. Das finden wir aber total ungerecht, weil man, dass Österreich einen Song Contest gewinnt. Ja, also wenn das kein Wunder ist, was dann bitte? Also wir fordern mit Nachdruck Wiederaufnahme der heiligen Kümmernis ins katholische Heiligenregister, und zwar flott. Jawohl. Leider war ja die katholische Kirche in Österreich heuer mit anderem beschäftigt, unter anderem mit Protest gegen das neue Fortpflanzungsmedizingesetz. Ja,
Wir wollen Ihnen aber eine Methode der Bevölkerungssteigerung, des Bevölkerungszuwachses zeigen, die garantiert nicht mit der katholischen Sexualmoral kollidiert. Wir waren für Sie vor Ort. Heuer ein riesengroßes Thema, die Wohnungsnot. Wohnen wird immer teurer in Österreich. Aber nicht nur das, sondern auch die Abwanderung aus Grenzregionen, strukturschwachen Grenzregionen. Ja, La an der Thai hat für beide Probleme eine Lösung gefunden. Salopp gesagt, alles ist La, nur La ist voll. Wir können vom Wunder von La berichten. In den letzten 3 Wochen sind hier 50 Bürger neu zugezogen. Aber es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Es sind hässliche Gerüchte in Umlauf gesetzt worden. Vielleicht möchtest du die wiedergeben. Ja, mein Gott, das heißt, mancherorts dieser Zuzug ist nur deshalb passiert, weil in ein paar Wochen Gemeinderatswahlen sind. Und das ist nur, um die Wählerstatistik für die beiden großen Parteien SPÖ und ÖVP irgendwie anzuheben. Das, also, wir stehen ganz konkret hier vor dem Haus eines ÖVP-Gemeinderats. Da wohnen seit neuestem 11 Wahlberechtigte. Ja. In der Krise rückt man zusammen. Das ist absolut drinnen. Aber nicht nur die ÖVP, auch die SPÖ hat eine Lösung gefunden. Hinter uns sehen Sie das Haus vom SPÖ-Vizebürgermeister Neumeier, wo neuerdings 19 Wahlberechtigte wohnen. Beachtlich, oder? Wir wissen allerdings nicht, wie weit das Haus tatsächlich nach hinten geht. Wir vermuten 3-4 Kilometer, aber genaues weiß man nicht. In einem Interview mit der Zeitung Presse hat der Vizebürgermeister erklärt, es wohnen deshalb so viele da, damit möglichst viele die Therme besuchen können. Die Therme? La. Die Therme, ja, Flo. Schaut sie mal kurz aus. Wir sind gleich wieder da. Ja. Ja, wir wollen natürlich auch die Therme besuchen. Und deshalb werden wir jetzt den Herrn Vizebürgermeister besuchen, oder? Vielleicht meldet er uns ja an. Ja. Komm. Grüß Gott. Guten Tag. Grüß Gott. Meine Verehrung. Grüß Sie Gott. Guten Tag. Sind Sie der Herr Vizebürgermeister? Ja, ich habe die Ehre. Gott. Hallo. Grüße, freuen uns. Wir würden wahnsinnig gerne in die Therme gehen und haben gehört, da muss man sich bei Ihnen anmelden. Sie können auch direkt in die Therme gehen. Man muss sich nicht bei mir anmelden. Aber wäre es möglich, dass man einfach bei Ihnen, weil wir haben, es wohnen ja schon 19 Leute noch bei Ihnen. Vielleicht noch Zimmer für uns frei wäre. Nein, da mal was richtig stellen, ja? Ja, bitte. Wir sind 2 Haushalte. Ja. Bei mir wohnen 8 Personen, wir sind insgesamt 10. Und bei meinem Sohn sind insgesamt 9 Personen. Mhm. Nur damit wir das richtig stellen, okay. Jede Wohnfläche hat ungefähr 180 Quadratmeter. Ja. Und ich könnte also jederzeit Verwandte, liebe Freunde, 4 Personen gleichzeitig Unterkunft gewähren. Ja? Ja, ja. Dürfen wir da liebe Freunde werden von Ihnen? Da müsst ihr aber sehr anstrengen. Also ich bin einerseits enttäuscht, dass wir jetzt bei Ihnen nicht gemeldet werden. Ja, das ist, andererseits bin ich sehr glücklich, dass ich dieses Outfit anhabe. Kundschaft. Kundschaft. Gut, oder neue Mieter. Oder nein. Oder Familienmitglieder, die noch keiner kennt. Wenn Sie in irgendeinen Ort in Pflichtschule gehen wollen, müssen Sie dort Hauptwohnsitz gemeldet sein. Ich weiß. Mhm. So, bei der Wahl gilt das nicht. Bei der Wahl ist das offensichtlich nicht durchsetzbar. Und solange dieser Schwachsinn, dass Zweitwohnsitzer wählen können, regiert, solange wird das passieren. Da führt sich die Demokratie ad absurdum. Also im Kabarett hat es mir besser gefallen, das sage ich in Wieder schaut. Frau Bürgermeister, grüß Gott. Wie komme ich zu dieser Ehre? Grüß Sie Gott. Wir wollten uns ein bisschen beliebt machen bei Ihnen, weil wir gesehen haben, das ist die Boom-Gemeinde La schlechthin, Zuzüge noch und noch. Wie ist dieses Bevölkerungswunder möglich gewesen? Davon weiß ich jetzt einmal nichts, muss ich auch dazu sagen. Von Zuzug noch und noch, da würden wir uns freuen, wenn wir Zuzug noch und noch hätten. Wir haben aber einen Bevölkerungszuwachs und da freuen wir uns wirklich darüber. Die Gefahr, dass möglicherweise der Boom zu groß wird in La an der Thai, es gibt auch Häuser, wo 19 Leute wohnen, es gibt bei einem Gemeinderat wohnen 13 Leute im Haus. Ist da nicht ein bisschen die Gefahr gegeben, dass es einfach zu, so wie in diesen großen Boomstädten, einfach zu eng wird eines Tages? Ja, als Vorsitzender der Gemeindewahlbehörde habe ich natürlich ganz genau darauf geachtet im Ermittlungsverfahren, dass ich alle Daten einmal zusammenfasse. Und die Mitglieder haben dann abgestimmt, ob das jetzt ein Platz genug ist, ob jetzt hier ein Mittelpunkt gegeben ist und Ähnliches. Und in manchen Fällen war es eben nicht und in manchen Fällen war es schon. Wir haben es gehört, alles ist super in La an der Thai. Das tollste Wohnprojekt dürfen wir Ihnen zum Schluss vorstellen. Es befindet sich hier. Das ist das Volksheim der SPÖ. Normalerweise nicht ein Ort, wo man wohnen kann,
In Landerteil ist es eben nicht so. Hier wohnen 5 Wahlberechtigte. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich auch mit den Häusern in Laa ein bisschen wie mit dem schlauen Buch des Findeln Fiesel schweift. Das ist auch nur so groß, aber was da alles reinpasst, da kann man nur immer wieder staunen. Ja, und offenbar dürfen die auch sehr sozial sein und alles miteinander teilen. Zum Beispiel Waschgelegenheiten, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es da welche gibt. Schauen wir es uns an. Da ist das Wirtshaus. Da ist der Saal. Garderobe, Toiletten. Toiletten. Das ist wichtig, wenn man wohnt, dass man weiß, wo die Toiletten sind. Ah, schau, aber es dürfte momentan wirklich sehr belegt sein, wegen akutem Platzmangel. Bitte Garderobe abgeben. Das ist hausordnend, nennt man das. Ja. Damit die Bewohner gleich wissen, ihr seid nicht allein. Sie ist auch eindeutig der Garderobe für Großfamilien. Naja, da ist der Begriff der, begehbarer Schrank. Ja, endlich immer wenn da alle die Touren sackeln und Schultaschen und Mäntel. Socken aufhängen. Schöne Bilder. Da, Urlaubsbilder. Noch eine Bibliothek. Da, schau her. Urlaubsbilder. Ja. Noch eine Bibliothek. Ja. Noch eine Bibliothek. Sehr belesene Menschen, die hier wohnen. Ich habe ja ihre Wohnzeiten angegeben. Sie wohnen immer da von 8.45 Uhr bis 11.15 Uhr. Ja. Das ist vielleicht der Tagesschläfer, hm? Bettgänger. Immer zu Hause. Ja, aber wie gesagt, die haben ja alle Arbeit auch. Viele, ja. Viele davon sind Politiker. Wollen wir hier einziehen eventuell? Wenn noch ein Platzerl frei ist. Ich kann kaum an mir halten. Mhm. Ich würde da eventuell gleich mich ein bisschen. Machst du einen Schoßplatz? Ich habe einen Polster. So. Wohnen befreunden. Hätte ich auch nicht geglaubt, dass wir eines Tages so viel Glück haben werden, gell? Mhm. Scheiß auf die Staatskünstlervilla. Göring. Nur damit da jetzt keine Missverständnisse aufkommen. Ja? Natürlich glauben wir den örtlichen Politikern, dass diese neuen Wähler dort in Laa an der Theier wohnen. Ja, nur halt in einem anderen, uns nicht zugänglichen Laa an der Theier. Ja? Also in der Physik kennt man ja die Theorie der Paralleluniversen. In Niederösterreich ist diese Theorie längst schon gelebte Praxis. Weil auch sonst kann man im Alltag immer wieder mal Paralleluniversen beobachten. Das Zentralorgan ist hier ja, wenn ihr den Scherz gestattet, die Zeitung Österreich. Naja, klären das klären. Österreich ist es gelungen, heuer an einem einzigen Tag gleich 3 einander ausschließende Realitäten zu konstruieren. Geheimplan Song Contest in Neumarx. Song Contest Innsbruck ist Favorit. Song Contest, Graz ist heißer ORF-Favorit. Angeblich gibt es ja auch ein Paralleluniversum, in dem unnötige Gratisblätter von der Spitzenpolitik weder beachtet noch subventioniert werden. Ja, leider sind auch diese Paralleluniversen für uns nicht zugänglich. Ja, aber angeblich soll dort der Werner Faymann auch nicht Bundeskanzler sein, sondern in Laa an der Theier in der Therme Badewaschl. Achtung, Achtung, werte Badegäste. Ich mache darauf aufmerksam, dass das Beckensprung, Randsprung, Beckenbuch, dass man nicht reinspringen darf vom Rand. Das gilt bitte auch für sämtliche Bewohner unserer Stadt, die hier nur scheinangemeldet sind. Ja. Außerdem bitte ich Sie, bedenken Sie immer die Verteilungsgerechtigkeit. Vor allem dann, wenn Sie vorhaben, ins Becken Lulu zu machen. Danke. Apropos Lulu, wenn man sich anschaut, wie viel die Regierung an Inseraten, also auch die anderen Parteien, wie viel die wirklich inserieren, da fragt man sich, wofür brauchen die eigentlich noch Plakate? Ja, aus ästhetischen Gründen. Also um die EU-Wahlkampfplakate war es schon schade gewesen.
Die Grünen plakatieren für krumme Gurken. Das ist besonders bizarr, zumal die Gurkenkrümmungsverordnung der EU im Jahre 2009 abgeschafft wurde. Das ist also so aktuell, wie wenn sie jetzt schreiben würden, schließt das Atomkraftwerk Zwentendorf oder Hainburg darf nicht gebaut werden oder her mit der Fristenlösung. Es könnte aber sein, dass der Peter Pilz einfach eine Groucho-Marx-Maske aufgesetzt hat. Bei der SPÖ gibt es immer wieder das Problem, ihr wird Ideologieferne vorgeworfen. Nicht so mit diesen neuen Plakaten. Das ist eine Botschaft, auf die die Politik in Österreich lange gewartet hat. Ich glaube, das ist das Innovativste seit Hicke-Hacke-Hühnerkacke. Wir wollten unbedingt auch etwas über die Neos sagen. Aber um die Spitzenkandidatin der Neos zu zitieren, scheiße, das ist schwierig. Man versucht wirklich auch, den Freundeskreis Ottmar Karas mit aller Kraft Unterstützer in allen Lagern zu finden. Also hier haben wir zum Beispiel eine Paraphrase für die liberale Stadtjugend auf Conchita Wurst. Das ist aber ein typisches Neos-Plakat, weil es ist Schicht über Schicht. Conchita Wurst-Schicht, Karas-Schicht, dann eine unbekannte Haarschicht, wer immer das sein mag. Das ist die Mitte Haar von den Neos. Die Mitte Haar? Und drunter ist noch ein bisschen Strolz. Schau, da strolzt es ein bisschen. Da ist aber kein Baum, den er umarmt, sondern nur seinen Hosengürtel. Typisch Neos, man weiß einfach nicht, was drin ist. Und das war ja auch bisher das Erfolgsgeheimnis. Hey, ihr kennt das nicht. Cool, lasst euch überraschen. Ich glaube, dabei sollte man bleiben. Wir haben noch ein Plakat entdeckt, bitte. Das Plakat von Europa anders, KPÖ, Piratenpartei, Wandel und Unabhängige. Und da, falls Sie noch nicht wissen, wie der ausschaut, das ist der Martin Ehrenhauser. Das glaube ich nicht mehr, das ist sicher wieder der Karas, bordert halt. Nein, ich habe, also, das Kapitel Karas ist für mich... Ich glaube, meine Theorie, die haben überhaupt nur solche Plakate. Die Rekos von Ewald Stadler brüsten sich damit, dass sie keine Wahlplakate haben. Wir haben jetzt aber das entdeckt. Stimmt nicht. Das ist irgendwie nicht in Ordnung, ja, weil... Wo war dieses Christentum? Schon. Sachbeschädigung ist eigentlich auch eine Sünde, oder? Du sollst nicht begehren deines nächsten drei Eckständer. Ja. Wir gestehen ganz offen, das Plakat der FPÖ überfordern uns. Wir verstehen es nicht. Ein Plakat von der FPÖ, wo das Wort dumm draufsteht, das ist wie ein Plakat vom Haus des Meeres, wo nass draufsteht. Was soll das? Und außerdem, sie sind die Einzigen, die nicht ihren Spitzenkandidaten herzeigen. Wo ist der Herr Wilimski? Der ist nicht drauf. Das kann ich da zeigen. Bitte, können Sie das her? Also man, hier erkennt man ihn sehr schlecht. Vielleicht ist es einer von denen. Na, Robert, viel zu kompliziert gedacht. Der da. Ah, bitte, Satire, stopp. Ich möchte Menschen in Kenntnis setzen, wie es wirklich ist. Der Mann auf dem Plakat ist Harald Wilimski. Es ist eine alte Tradition in der FPÖ, dass man sich verehrten Führerfiguren annähert. Hat sich Strache ja so lange geübt zu sprechen wie Jörg Heiter, dass er es bis heute nicht wegbringt, obwohl es ihn inzwischen total ärgert. Und Harald Wilimski hat alles getan, um eben auszuschauen wie HC Strache. Und der nächste Europakandidat in 4 Jahren der FPÖ wird dann riechen wie Harald Wilimski. Ich habe einen anderen Verdacht. Ich glaube, der Wilimski hat einfach nur unterschrieben. Wo war da jetzt das Team Straunach? Das hat es ja damals noch gegeben, oder? Ja, mittlerweile ist es fürs Wahlergebnis vollkommen wurscht, ob die zu einer Wahl antreten oder nicht. Aber damals bei der EU-Wahl, glaube ich, haben sie nicht kandidiert. Nein, haben nicht kandidiert wegen der Werte. Aha. Die Werte haben vorgesehen, also alle Abgeordneten des Team Straunach mussten zusichern, dass sie, wenn der Frank gerade in Kanada weilt, dass sie sich währenddessen gefriertrocknen und erst wieder im Dampfgarer aufpacken lassen, wann er zurück ist. Deswegen war der so überrascht, dass die Nachbauer schwanger geworden ist. Ja, klar. Noch einmal, ja? Wie kann man werden schwanger, wenn man ist gefriertrocknet, ne? Nein, da hab ich da erlaubt, dass du den lässt umprogrammieren, ne? Umprogrammieren, ja? Willst du streiten mit mir? Ja? Nein, ich denke, Taschengeld ist gestrichen, gell? Bekanntlich hat sich die Frau Clubchef daraufhin stark dem Marxismus angenähert. Also, Groucho-Marxismus, bitte, ja? Offensichtlich hat sie das Zitat von Groucho Marx gekannt. Ich möchte nicht Mitglied eines Clubs sein, der mich aufnimmt. Aber immerhin hat das Team Straunach auch heuer den österreichischen Steuerzahlern doch 8 Millionen Euro kost. Ja, und Frank Straunach hat unserer Meinung nach wieder mal für das Zitat des Jahres gesorgt. Und zwar bei einem Prozess gegen Peter Westenthaler, wo er im Zeugenstand Folgendes ausgesagt hat.
Man kann nicht sehen, dass der Peter schuld sein soll. Das ist wie mit dem Hund, der irgendwo hinmacht und dann war die Frau schuld. Dabei ist das dem Mann sein Hund. Wer es aber fassen kann, der fasse es. Ja, also da kann man jetzt nur sagen, vielleicht liegt es daran, dass der Peter Westenthaler noch nicht verurteilt worden ist. Ein langjähriger Weggefährte von ihm hat jetzt erst neulich 3 Jahre Hefen ausgefasst. Noch nicht rechtskräftig. Der Mann fürs Grobe, Gernot Rumpold. Da hätte mich ja schon interessiert, was Rumpolds langjähriger Geschäftspartner, der HC Strache, darüber wohl denkt. Lieber Gernot, du kannst dich erinnern, als wir eine gemeinsame Firma hatten, haben wir beschlossen, wir stehen immer füreinander ein. Aber jetzt, wo du von einer entfesselten Politjustiz zu 3 Jahren verschmolzt worden bist, stehe ich nicht an, zu sagen, ich werde dich leider nicht im Häfen besuchen kommen, weil ich bin jetzt seriös. Wobei, manchmal ist es gar nicht so leicht, in den Häfen überhaupt hineinzukommen. Ja. Nämlich vor allem für Leute, die es in Wirklichkeit eigentlich drauf angelegt haben. Wir befinden uns hier vor der Diskothek Tenne in Grundendorf. Am 13. Jänner dieses Jahres hat man hier eingebrochen. Als Täter auf frischer Tat ertappt, wurde ein hochrangiger Justizwache-Beamter. Der hat auch die Tat gleich gestanden. Trotzdem wurde er nie vor Gericht gestellt. Wie ist das möglich? So, mit diesem Gerichtsgutachten, das hat ein Psychiater geschrieben aus Klagenfurt, und da steht drinnen, dass der Beamte gar nicht anders konnte als einbrechen, weil er habe online in seine Konten Einblick genommen und dort nur rot gesehen. Und deshalb hat er gar keine Wahl gehabt, der musste einbrechen und deshalb wurde der Prozess gar nicht geführt. Faszinierend. Also das heißt, wenn man in Zukunft eigentlich einbrechen gehen will... Was ist Scheiße? Was ist los? Ich bin auch, meine Online-Konten, das ist alles rot. Was? Halt das einmal. Na, der arme Thomas. Wir müssen ihm helfen. Ich muss auch einbrechen, um dem Thomas zu helfen. Sie sehen gerade, meine Damen, es löst wirklich was aus. Rote Konto löst. Thomas! Thomas, was machst du? Hallo, was machst du da? Probieren kann man ja. Sag einmal, bist du... Er ist außerdem nicht bei der Tür eingebrochen, er hat Hintereingang ist er. Da gibt es einen Hinter. Thomas, bitte! Mach dich nicht unglücklich! Thomas, bitte! Es ist eine menschliche Tragödie. Bitte, Thomas, das ist verboten. Einbrechen ist verboten. Ja, aber da ist ein Geld drin. Thomas, wir haben kein Gutachten für dich, wir brauchen vor allem Gutachten. Nimm mir wenigstens die Mineralwasserkiste mit, da ist ein Pfand drauf. Wir sind mit dem Bus da, da kriegen wir sicher 20, 30 gerne. Sie sehen, wir brauchen ganz dringend so ein Gutachten wie dieser Justizwachebeamte. Wir fahren sofort zum Psychiater. Als nächstes sind wir dann auch zu diesem Klagenfurter Gutachter gefahren. Der hat aber nicht nur dem Thomas die Hilfe verweigert, nein, er hat sich auch vor uns hinter einer Tür versteckt. Wir dürfen Ihnen diese Bilder aus juristischen Gründen leider nicht zeigen, aber glauben Sie mal, ästhetisch haben Sie nichts versäumt. Aber die Geschichte ist dann noch weitergegangen. An dem Ort, an dem dieses unfassbare Gutachten geschrieben wurde, hatten wir also kein Glück. Jetzt sind wir an dem Ort, an dem dieses unfassbare Gutachten wirklich geglaubt wurde, nämlich bei der Staatsanwaltschaft in Graz. Und da haben wir natürlich gleich eine Frage, nämlich... Warum? Wir werden es erleben, der Sprecher der Staatsanwaltschaft wird mit... Thomas! Ich hab sicher viel mehr Schulden wie der Justizwache. Thomas, wir sind aus der Staatsanwaltschaft, ja, und wir haben das Gutachten noch nicht vom Dr. Wagner. Solange wir das nicht haben, kannst du mich nicht ausmachen. Grüß Sie, Herr Wacher. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit haben Sie nicht gerechnet. Grüß Gott. Schade. Grüß Gott. Dürfen wir uns zu Ihnen setzen? Ja, bitte schon. Sie wissen, um welchen Fall es geht. Natürlich, ja, natürlich. Ja. Dass das eine etwas seltsame Optik hat, ist Ihnen auch bewusst? Ja, wenn man... Ja. Für mich nicht, weil es natürlich ein Fall ist, der wie jeder andere untersucht wurde und der ein Ergebnis hatte. Sind die Leute noch nicht clever genug, wenn sie mit einem Schinken und einem Arm im Supermarkt erwischt werden, sind sich ein Gutachten zu besorgen? Also entsprechende Gutachten sind einzuholen, wenn sich Anhaltspunkte
im Verfahren, im Laufe des Ermittlungsverfahrens oder dann nach Erfolg der Anklage im Hauptverfahren ergeben. Aber die Empfehlung könnte man anderen Einbrechern auch geben. Ich werde niemandem, keinem Einbrecher eine Empfehlung geben, aber es ist jeder frei, entsprechende Beweisanträge vor Gericht zu stellen. Es steht in der Strafprozessordnung, dass ein Angeklagter Beweisanträge stellen kann. Wenn er behauptet, er war zum Tatzeitpunkt nicht zuhörungsfähig, dann wird das überprüft vom Gericht. Jetzt weiß ich nicht, was die Staatsanwaltschaft hier noch mehr tun soll, als entsprechend, beziehungsweise das Gericht hat das ja das Gutachten in Auftrag gegeben. Aber es ist doch ein bisschen wie ein Fleischhocker, der sagt, er weiß nicht klar, dass im Leberkäse Tiere sind. Also nein, diesen Fleischhocker habe ich nicht begutachtet. Also das wäre auch möglich, wenn der Fleischhocker den richtigen Gutachter hat, dann... Nicht den richtigen Gutachter. Also man muss sich doch das Gutachten anschauen. Also ganz das hat man sich ja wohl angeschaut, ganz konkret. Ist zum Beispiel, der wurde ja von der Polizei damals verhaftet bei der Tat und bei ihm wurde gefunden Geißfuß, Hammer, Meißel, Rohrzange und Akkubatterielampe. Ja. Und der Gutachter meint es, das hätte er immer bei sich gehabt, weil er Freundschaftsdienst in seinem Beruf als Heizungsbauer verrichtet hat. Von diesen fünf Werkzeugen, die aufgezählt werden, eine einzige, nämlich die Rohrzange für Heizungsbauer geeignet, der Rest überhaupt nicht. Wie erklärt man sich das? Ich kann nur sagen, dass das Gutachten für offensichtlich für die Staatsanwaltschaft und auch für das Gericht nicht also widerspruchsfrei war und da kein Zweifel an der Richtigkeit bestanden hat, sodass, wie es im Gesetz steht, in unserem Fall mit Zustimmung der Oberstaatsanwaltschaft die Anklage zurückgezogen wurde. Würde es Sie überraschen, wenn es eine Gutachtensinflation über Sie hereinbricht im Gefolge dieser... Weil eigentlich ist jeder Einbrecher, der seine 7 Zwetschgen beisammen hat, jetzt mal gehalten, sie mal auf Unzurechnungsfähigkeit. Eine Frage. Das heißt, wir sollten immer bedenken, dass wir, wenn wir jetzt finanziell am Boden liegen, immer noch genug Geld haben, um ein Privatgutachten in Auftrag zu geben. Also das wäre vielleicht ein... Das sollte man auch als Conclusio, ja. Nein, es ist auch die Conclusio ist nicht ganz richtig, weil das Privatgutachten grundsätzlich nicht notwendig ist. Es reicht, es würde reichen, wenn ich sage, wenn ich alleine behaupte, einen Beweisantrag stelle und sage, Leute, ich weiß nicht, was mir damals passiert ist, ich kann mich nicht mehr erinnern, ich weiß es nicht, ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich getan habe. Wenn dann für das Gericht das nachvollziehbar ist und überprüfenswert ist, dann wird auch ohne Privatgutachten, für das Sie Ihr Geld gespart hätten, ein entsprechendes Gerichtsgutachten eingeholt. Dann möchte ich schon noch was zu dem Gutachten fragen. Das finde ich nämlich wirklich interessant, dass Sie das als Widerspruch so empfinden. Da steht drinnen, der war deshalb unzurechnungsfähig, unter anderem, weil dieser Einbruch ja gar nicht dazu geeignet wäre, seine Schulden in der Gänze zu decken. Das heißt, wenn ich brauche nur dementsprechend hohe Schulden haben und kann deshalb einen Einbruch machen, wo ich nie kostendeckend, schuldendeckend einbrechen kann. Und damit ist schon klar, dass ich unzurechnungsfähig bin. Bei den Schulden, die wir drei haben, könnten wir in jede Innenstadtjuwelier eingeben. Wir müssten die Velázquez-Ausstellung im Kunsthistorischen. Ging es sich vielleicht auch. Ich bitte wirklich um Verständnis. Ich bin also Mediensprecher der Staatsanwaltschaft, damit Jurist. Aber es hat wer bei euch gelesen, dieses Gutachten? Natürlich, mehrere Leute. Noch einmal, es wurde mit Zustimmung der Oberstaatsanwaltschaft eingestellt. Beziehungsweise die Anklage zurückgezogen. Ja. Das heißt, das Gutachten wurde dieser Entscheidung zugrunde gelegt. Also irgendeiner bei euch sitzt, der das alles gelesen hat, gesagt hat, wurscht, trotzdem. Es sitzen mehrere bei uns, die das alles gelesen haben. Ja, natürlich. Und das beunruhigt mich. Eine Abwägung des Richters wäre nicht mehr möglich gewesen. Der sagt, Moment, der hat 0,5, damit darf er eigentlich gerade noch Auto fahren. 0,38. Ah, 0,38, damit darf er ein Fahrzeug lenken, bis er eigentlich kann. Also der Richter hat da gar nicht mehr den Spielraum zu sagen, verarscht wie ein anderer. Selbst wenn ein Ergebnis jetzt auf den ersten Blick nicht zu akzeptieren ist, also nicht das ist, was man sich erwartet hat, man muss es akzeptieren, vor dem Gesetz sind alle gleich, ob das jetzt ein Justizwachebeamter, das kann ich jetzt als Kabarettist sehr gut beurteilen. Ob das ein Kabarettist oder der berühmte Händeltyp ist, der immer wieder dann natürlich herangezogen wird. Naja, wir haben ja konkret das... Nein, die haben die Pointe nicht gehört. Nein, das ist jetzt unfair, bitte. Ich fand das jetzt gelungen. Ein weiterer Justizfall hat Österreich bzw. die Krone-Zeitung-Leser heuer in Atem gehalten. Also zum Beispiel mit dieser Schlagzeile: Amtliche Vorladung für Ellmeyers Hund. Was ist eigentlich aus dem Hund geworden? Naja, elektronische Fußfessel, aber dann haben sie am zweimal im Wurstlager vom Fleischhocker am Eck erwischt und dann halt doch Hefen. Also Kartenschicksal.
Apropos Häfen, was glaubt ihr zwei? Welche juristischen Konsequenzen wird der Hypo-Alpe-Adria-Bericht haben? Was glaubt ihr? Von der Frau Gries? Ja. Das kann ich da genau sagen, was die für Konsequenzen. Steht ja schwarz und weiß drinnen. Na? Es steht drinnen, den Brüllseppi sollte man mit der Fetzgter Mitzi zusammenbinden. Ja? Und mit einer rostigen Brunnenröhre. Nein, entschuldige. Also da steht so da nicht drin. Was heißt, das steht so nicht drin? Ich hab's gelesen, das steht so nicht drin. Entschuldige, das steht wörtlich so drin. Nein, Florian, wenn ich das sage. Was auf jeden Fall drinnen steht, ist, dass man das gesamte Vermögen der FPÖ zwangsversteigern und alle Parteimitglieder in die Sklaverei verkaufen sollte, um den Hyposchaden zumindest in Bruchteilen abzudecken. Nein, das steht auch nicht drin. Das kann ich dann sagen. Nein, wenn ich das sage, ich hab's gelesen. Ja, was, und jetzt wirst du mir erreden, dass die 5 Jahre nordkoreanisches Umerziehungslager für einen Schieder und für Nowotny auch nicht wirklich drinstehen? Ich fürchte, nein. Schrecklich. Ja, was? Na, machen wir einen Themenwechsel. Komm. Enttäuschung. Na gut, es gibt einen kleinen Trost für uns. Es gibt Parteien in Österreich, die sind gestraft genug, nämlich durch ihre bloße Existenz. Grüß Gott. Mit dem ORF als Anführer? Nein, den brauche ich nicht. Was ich brauche keine Wozu Anführer. Wozu haben Sie das dann mit? Das ist ein Mikrofon. Ah, Sie wollen eine Show hier haben? Nein, keine Nein. Show. Also sollen wir jetzt im Ehemann sprechen? Bitte? Ich möchte einen Inhalt haben. Da ist nichts los. Das wird schon alles gefilmt, damit wir was haben am Abend zum Herzeigen. Natürlich, das ist der Sinn vom Fernsehen. Ja. Nein, Unterhaltung. Ist ja wirklich. Ist der Herr Stadler denn da? Der ist schon lange weg. Da ist er erst Ewald! Ewald, ich bin's, Ewald. Der Robert Ewald! Das ist von der letzten Wahl. Ich bin's! Von der letzten Wahl! Wir sind. Verzeihung! Ewald! Die Kinder sind schon eingeschlafen, ob das Wahlergebnis ist. Das ist ja traurig. Es klappt nicht, es wäre nicht mehr als 1,5. Genießen Sie das schöne Wetter, meine Herren. Schlendern Sie da in den Park. Einen schönen verweisen Sie uns jetzt dieses Lokal? Natürlich. Aber wir haben geschlossene Veranstaltung, das müssen Sie. Nein, wir haben uns angemeldet. Entschuldigung. Wir sind angemeldet? Ja. Selbstverständlich, wir haben angerufen müssen. Aber es kann Jahresrückblick. Wir wollen ja niemanden belästigen, der uns nicht. Wir wollen mit dem Ewald reden. Wir wollen nur mit dem Ewald reden. Erzähl mal einen jüdischen Witz, soll ich einen jüdischen Witz erzählen? Nein, danke. Habe ich schon nach hinten losgehen, vor allem wenn Kameras dabei sind. Sag ich es dem Kurden. Das ist sehr weisheitlich, der jüdische Witz. Das ist richtig. Nein, danke. Können Sie was lernen? Nein, danke. Ich hab schon so viele gehört. Ich glaube, der Stadler möchte nicht mit Ihnen reden. Uns haben übrigens auch Juden gewählt. Das ist eine Veranstaltung, aha. Wirklich? Ja, wirklich. Das ist eine Kasperl-Szene. Wir wollen nichts mit Kasperl zu tun haben. Das ist dann los. Sie fürchten die Konkurrenz. Einfach daneben. Machst du ein schönes Foto. Ja? Kann ich noch mit Ihnen? Sehr gerne. Eines noch? Kein Problem. Ich darf auch. Sehr gerne. Eigentlich sind Sie ja deswegen gekommen. Wir waren natürlich angemeldet bei dieser Wahlparty. Dass der Ewald jetzt sagt Nein, das ist ein bisschen schlimm, weil in seinem Fall ist es gegen das 8. Gebot, du sollst nicht lügen. Da wird er vielleicht in die Hölle kommen. Ich glaube, dass es wie bei Sekten üblich ist, dass das soziale Gefüge einfach abgeschirmt wird, das Normale. Ich habe auch das Gefühl, er hat sich verändert. Also, ich erinnere mich, vor ein paar Monaten haben wir noch interviewt, da war er noch ein normaler PZÖler, lustiger Kappel, wir haben gelacht, wir dachten, gescherzt. Mein Freund. Ja. Der freundliche Dobermann. Und jetzt das. Wir sind enttäuscht, aber es gibt einen Trost in dieser Situation, meine Damen und Herren. Das Problem Ewald Stadler hat sich mit dem heutigen Tag erledigt. Von allen Parteien die schnellste war das PZÖ. Und die wirtschaftskompetenteste. Ja. Denn die sind die Einzigen, die antizipiert haben, dass sie Bürofläche loswerden müssen. Das ist eiskalt blitzschnell reagiert. Mein Name ist Robert Ballfrader, ich würde so wahnsinnig gern zum PZÖ kommen. Kein Kommentar. Ich habe ja gar keine Frage gestellt, wieso kein Kommentar? Sie hat gesagt, kein Kommentar. Sie hat gesagt, kein Kommentar. Das sage ich aber auch immer, wenn die Sternsinger kommen. Moment, eine Partei hat eine Kommunikation nach außen. Ja, du hast es gerade ganz richtig gesagt. Eine Partei hat eine Kommunikation. Erstens mal ist nach es außen. Ein Bündnis. Ja. Zweitens war das ohne ein Bündnis. Zukunft. Das toppt alles. Eine Partei, die an der Gegensprechanlage kein Kommentar sagt. Hinter diesen Fenstern verbirgt sich irgendwo jemand, der noch das PZÖ ist. Irgendjemand hat uns die Antwort kein Kommentar gegeben. Es kommt wer bei der Tür. Nein. Ja, wir dürfen rein. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Danke. Schau.
Festlich. Ihr Tapferen. Festliches Party. Ihr Tapferen. Nein, wir meinen das vollkommen ernst. Wir sind doch nicht hier, um irgendjemanden zu verarschen. Wir sind hier, um zu kondolieren. Gott zum Gruße, das Reich ist untergegangen. Ja, aber sonst ist alles in Ordnung. Nein, Reich eh nicht. Ja, ja. Ihr seid untergegangen. No? Wir wollten fragen, wer war jetzt wirklich der Spitzenkandidat? Naja, wir haben ja hohe Fluktuation. Manches wechseln die Unterhosen, wir Spitzenkandidaten. Man merkt, wir haben den Humor noch nicht verloren. Ja, ja, das ist gut und lustig, aber wir hoffen, kennen Sie das ja. Spitzenkandidat war Magister Angelika Wertmann. Die Dame, die uns im Lift draufgebracht hat? Oder möglicherweise, weiß ich nicht. Aber ich glaube, sie wird schon kommen. Wirklich? Von Wertmann? Ja. Ja, das ist die Ahnengalerie. Die Ahnengalerie. Das ist jetzt historisch. Das ist jetzt wirklich historisch, meine Damen und Herren. Wir sind hier im Moment wie in einem Urnenhain. Ne? Schauen Sie sich das an. Sogar der Buchner ist noch drauf. Und der Westi mit unserer Immobilien. Aber weil draußen dieses Schild hängt, Büroräumlichkeiten zu mieten, war das schon vorausschauend für das hier? Wir sind ja unerbittlich, wir machen weiter. Ja, ja, aber warum? Checkst du jetzt? Ach so. Ihr macht ja weiter. Jetzt nach Jahren, das Geheimnis des Bündnis Zukunft Österreich gelüftet. Ja. Checkst du jetzt? Ich hab den Verdacht immer schon ein bisschen gehabt. Ja. Aber, naja, du hast natürlich super reingelegt über all die Jahre. Ne? Ja. Wenn wir immer geglaubt haben, es ist total... Schnitzel, bitte nein. Verschierte Leibchen, sehr gut. Im Übrigen. Na, sehr zu empfehlen. Ja. Ja, na, Falafel hätten wir es gewundert. Wir heute noch einige übrig. Ich möchte noch etwas einpacken. Ist es nicht schade, wenn man dann merkt, dass... so wenige Leute dann mit einem feiern wollen, wenn es nichts zu feiern gibt? Na, es sind ja doch einige da, die wollen mit uns feiern. Die sind so still. Scheiße, ja, das ist aber beim Leichenschmaus auch so. Da feiert man auch irgendwie. Also, ja, erlebt. Burschen, jetzt sind wir nicht so gastig. Was ist wirklich, ihr müsst jetzt alles loswerden, das ganze Krempel, was da steht. Was könnte man mitnehmen? Wir haben ein bisschen Geld eingesteckt. Ja, bitte, vergelt's Gott. Parteispenden werden angenommen. Nein, wir melden sie ordentlich, aber... Ich zahle 15% mehr als er, wenn ich zum Beispiel das Kastel da hinten ist mir sofort ins Auge gesprungen. Ja. 5 Euro. Das ist schön, ja. 5 Euro für das Kastel da hinten. Wer bietet mehr? 10. Zum Ersten? 11. Zum Ersten. 11 Euro sind geboten. Wer bietet mehr? Sicher nicht. Ist ausgestiegen. 11 Euro zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Das Kastel gehört Ihnen. Gratuliere. Ja, das werden wir nachher. Ja. Das steht noch einiges muss drauf. Aber ich rahm's aus. Oder? Ich glaube, die Geheimunterlagen brauche ich nicht. Nein, Geheimunterlagen brauchen wir nicht. Wir sind ja Spaßbürger. Sie kennen eigentlich bei uns auch keine Dieren. Weiß eh schon wurscht, ne? Nein, aber Sie hätten ja die Rolle schon öfter gespielt. Ach so, natürlich. Ja, aber ich sag ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass wir da was reißen, das ist halt also dann vielleicht wen schöne Politik dann für eine Partei, die im Parlament ist, oder? Ja, aber das ist ja keine sportliche Herausforderung. Das nicht, aber du bringst ja eine Sendung auf die Reihe und hast noch keine Einschaltquoten. Aber eine Chance. Aber so keine Einschaltquoten. Das haben wir noch nie gehabt. Jeder fängt klein an. Ja, Freunde. Und ihr hört es klein auf. Nein, Beim BZÖ steht ja die Gefahr im Raum, dass bei nicht ganz so tollem Prozessverlauf die 300.000 Euro, die der Peter Wessenthaler für dieses Casinos Austria-Gutachten bekommen hat, zurückgezahlt werden müssen. Naja, müssen vielleicht, können sicher nicht. Es hat unlängst ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer die finanzielle Situation des BZÖ analysiert, ist tatsächlich zum Schluss gekommen, das Vermögen beläuft sich auf ein paar Büromöbel und einige Telefone im Gesamtwert von rund 8.000 Euro. Da hat man was vergessen. Das BZÖ Kärnten hat ja das Unfallauto von Jörg Haider gekauft. Und natürlich, ich meine, der hennige VW Phaeton hat im Gegensatz zum BZÖ sicher irgendeinen Schrottwert noch. Ja. Apropos Schrottwert, wir kommen zu unserem Dokument des Jahres. Das war diesmal ganz leicht zu kriegen. Es wurde nämlich direkt an uns geschickt. Ja? Wir haben das bekommen, ein Mail von der ORF Enterprise, das ist die Vermarktungsabteilung des ORF. Und zwar, dass wir im ORF werben sollen, weil das jetzt derzeit ziemlich günstig ist. Womit sich die Frage nach der Zukunft dieser unserer Sendung praktisch von selbst beantwortet. Wir hätten sie in der Hand gehabt, hätten wir genug inseriert, hätten wir praktisch die Sendung finanziert, aber... Selber schuld. Ja, leider. Vielleicht übernimmt ja der ORF noch eines Tages unsere Idee einer Münzkamera, die von den Gefilmten selbst per permanenten Münzeinwurf in Betrieb gehalten wird.
Wobei, wir haben noch einen anderen Vorschlag dem ORF unterbreitet. Bitte. Findest du nicht auch, dass wir so gut zusammenpassen, du zu mir und ich zu dir? Findest du nicht auch, dass zwei, die sich wie wir verstehen, sich immer, immer wieder sehen? Hallo, Staatskünstler, da sind wir. Ja, das war mein Fuß und da ist unser neues Büro. Unser neues gemeinsames Büro. Wir leben nämlich den Spargedanken vor, weil, wie sagt man, der Fisch fängt beim Kopf zum Sparen an. Ich spare in der Not, da hast du dafür Zeit. Jeder ersparte Euro fließt direkt ins Programm. Ja, da wollten wir uns eh mit euch unterhalten, wir hätten da nämlich eine Frage. Na? Dann kommt's einmal weiter. Mhm. So, da haben wir ein kleines Buffet vorbereitet. Greift's zu nach Herzenslust. Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. Das war kein Scherz. Und die Zahnstocher bitte nicht wegschmeißen, die haben alle eine Inventarnummer. Dazu gibt's einen herzhaften Schluck frisches Wasser aus unserem ORF-Teich. Ja, bevor wir jetzt gemütlich beieinander sitzen, bringen wir das Geschenk. Bringen wir das Geschäftliche hinter uns, wegen eurer Sendung. Jo, also, wir wollten es euch also persönlich sagen, damit ihr das nicht aus der Zeitung erfahrt. Wir haben es eh schon aus der Zeitung erfahren. Ach so? War das schon in der Zeitung? Wir haben alle Zeitungsabos abbestellen müssen, weil wer soll das bezahlen, bitte? Steht mittlerweile eh alles im Internet. Da erinnern wir leider nicht den WLAN vom Nachbarn. Gut, dann hätten wir eh alles besprochen. Noch Fragen? Naja, uns hätte schon noch interessiert. Danke. Danke. Das rechnen wir euch also wirklich sehr hoch an, dass ihr dafür Verständnis habt. Der Song Contest frisst uns die Haare vom Kopf und solange die Politik uns die Gebührenrefundierung nicht gibt, können wir nichts tun. Genau, gar nichts. Na gut, das ist ja wirklich eine Sorge. Ja, weil das finden wir auch. Wir sind doch ganz eurer Meinung, aber das darf man sich doch nicht gefallen lassen. Da muss man doch was tun. Genau, das kann man sich nicht gefallen lassen. Ja, da müssen wir was tun. Das ist gut, schaut's einmal. Das ist eine Geschichte. Das ist Satire. Merkt euch das. Fein. Dann hätten wir das auch besprochen. Könnt ihr die Zahnstocher bitte abwaschen, wenn ihr fertig seid, gell? Ah, wir hätten da noch eine Idee bei dieser Gebührenrefundierung. Da geht es ja um rund 40 Millionen Euro pro Jahr. Naja, ja. Ja, wirklich furchtbar, wenn man sich das überlegt, wenn man die Zeit im Bild wirklich täglich ausstrahlen sollen, gell? Ja, wenn wir uns ehrlich sind, passiert auch nicht jeden Tag was Interessantes. Um auf die Gebührenrefundierung wieder zurückzukommen, ihr wisst schon, dass pro Jahr 131,9 Millionen Euro an ORF-Gebühren nicht an den ORF gehen. Was? Wie bitte? Das ist der Betrag, den eben 7 der 9 Bundesländer jedes Jahr für sich selbst abzweigen, um damit Brauchtumspflege zu finanzieren oder Budgetlochstopfungspflege oder sowas.
Und die Leute glauben, das Geld geht an uns? Ja, die meisten glauben das wirklich. Mhm. Aber das ist ja eine Riesengemeinheit. Ich meine, wenn das stimmt, wenn das stimmt, dann hätten wir doch sicher schon was gehört, oder? Na sicher, hätten wir. Haben wir. Heißt, ist so. Ah, ich erinnere mich wieder. Was war nochmal die Begründung, dass das so ist? Dem Erwin ist lieber so. Ah ja, ich glaube dem Michi auch. Ihr wisst aber schon, was man mit dem Geld alles machen könnte. Zum Beispiel jede Woche einen neuen österreichischen Film und übers Jahr gesehen noch ein paar Serien dazu. Und der Assinger kann ab und zu die Million ausschütten. Ja. Und euren Teich könnt ihr jetzt mit Mineralwasser auffüllen. Jetzt unser Vorschlag, könnt ihr nicht mit den beiden einmal reden? Vielleicht geben die euch ja wirklich was. Hm? Also sagen wir, der Ricci redet mit dem Erwin, ihr kennt euch ja von früher noch ganz gut. Hm? Ja, zum Beispiel. Und der Alex mit dem Michi, ha? Was sagst du dazu? Ja. Sonst so? Zu Hause? Familie, Kinder? Tutti Paletti. Danke der Nachfrage. Ja, beruflich auch. Alles in Ordnung, soweit. Ne? Ja. Spitze. Spitze. Sie könnte gar nicht besser sein. Super. Super, duper. Fein. Ja, sehr fein. Da gratulieren wir wirklich. Ja, von Herzen. Bis halt irgendwann, ne? Papa. Ich finde das sehr gut, das Brot. Der zu. Ja, 2014 wird nicht nur als das Jahr in Erinnerung bleiben, in dem die Raupe des gemeinen Frostspanners in Ostösterreich unglaubliche, verheerende Kahlfraßschäden verursacht hat, sondern auch das Jahr, in dem der Sieg von Conchita Wurst den ORF dazu genötigt hat, den nächsten Song Contest auszurichten, auszustrahlen und mit 25 Millionen Euro zu finanzieren. Also auch hier Kahlfraßschäden ohne Ende. Ja, so gesehen ist Conchita Wurst eigentlich die Frostspanner-Raupe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und deshalb kann das österreichische Motto für den nächsten Song-Contest nur lauten: Wehret den Anfängen! Dabei hat ja Österreich eine Tradition, eine lange, große Tradition des... des souveränen Scheiterns. Ich verstehe das nicht. Das kann ja nicht so schwer sein, eine Nummer zu schreiben, die genauso sicher verreckt wie alle anderen österreichischen Song Contest Beiträge, bis auf Mudo Jürgens und die Conchita. Apropos Burschen, das habe ich neulich im Internet ersteigert. Schau her, die Original Song Contest Frisur vom Thomas Forstner, inklusive Föhn. Ma super. Das waren noch Zeiten. Statt Reis like a Phönix, Föhn like a Reis nix. Ja. Entschuldige, das wäre doch gleich der super Titel für den nächsten Song und das Beitrag Föhn like a Reis nix. Das stimmt. Und als Text nehmen wir nur, jede Textzeile ist ein Titel von einer gefloppten österreichischen Song Contest Nummer. Wie zum Beispiel? Naja, was eh, heute in Jerusalem. Moki mit deinem Popo. Okay, und singen muss das Ganze jemand, der weiß, wie man das singt, dass das gar nie funktionieren kann. Jemand, der dermaßen professionell ein Brotzen hat. Ja, der Toni Vegas ist da! Toni! Meine Herren! Ja. Servus, Toni! Ja. Was machst du da? Grüß dich, Gott! Hallo! Eine Frage, Entschuldigung, bin ich da richtig bei der Song Contest Vorentscheidung? Goldrichtig! Du bist perfekt! Oh, danke! Ja.
Danke schön. Sehr lieb. Ja, setz dich einmal daher. Ja. So. Violetten Quandl. Ja, jetzt kriegst du noch eine gescheite Frisur. Das schau her, was wir da haben für dich. Ja, genau. Und zur gescheiten Frisur kriegst du einen gescheiten Text. Ja. Aha, jetzt noch dazu eine Melodie, die garantiert keiner mehr hören kann. Okay. Jetzt, Toni, hau eine. Tu es für den Song Contest. Tu es für Österreich. Ich tu es. Tu es fürs ORF-Budget. Wohin, kleines Pony? Warum nur, warum? Du hast mich so fasziniert, Maria Magdalena. Boom, boom, boomerang, du bist Musik. Heute in Jerusalem, die Zeit ist einsam. Poppy mit deinem Popo, nur ein Lied. Ich tu es für den Song Contest. Ich bin like a nix, sing nur ein Lied für Venedig. Secret is love. Song Contest, I feel like a Reichsnix. Nur der Mensch zählt. Sag ich, lass sie grüßen, nur die Wiener Luft. Der K und K Calypso, die Welt dreht sich verkehrt. Hoch wie mit deinem Popo. This is my little world. Sonntag, Lisa, Mona Lisa. Reisen X. Das war's von uns Staatskünstlern. Ja, wie und ob es mit uns weitergeht, ist noch offen. Ist ungewiss. Gewiss ist aber eines, was wir Ihnen wünschen, nämlich ein gutes neues Jahr. Wir sagen Baba oder auf Wiedersehen.